Herzlich willkommen bei Kalisches. Mein Name ist Jean. Im heutigen Video geht es um Motoren. Jetzt. Und zwar um das Thema Downsizing. Denn viele Leute regen sich ja darüber auf, aber mir ist aufgefallen, dass auch sehr viele Leute gar nicht wissen, was überhaupt damit genau gemeint ist. Deswegen möchte ich euch das in diesem Video etwas näher bringen. Viel Spaß. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass mit Downsizing die Verkleinerung von technischen Größen gemeint ist, wie zum Beispiel dem Gewicht oder auch dem Hubraum. Dabei bleibt die Leistung allerdings gleich oder heutzutage ist sie ja bei eigentlich allen Fahrzeugen sogar höher. Das bringt vor allem auch Vorteile für den Hersteller, denn dieser erspart sich Rohstoffkosten und macht sich einen guten Ruf bei den Konsumenten, denn dadurch steigt auch die Effizienz des Fahrzeuges und die Umwelt wird geschont. Der erste Hersteller, der sowas gemacht hat, nennt sich Audi. Die haben das bereits in den 1970er Jahren, nämlich mit dem Audi 200 gemacht, wodurch sie dort nämlich einfach die Aufladung per Abgas vergrößert haben und den 6-Zylinder-Motor durch einen 5-Zylinder-Motor abgelöst haben. Damit aber die Leistung gleichbleibend ist oder sogar höher, wie es ja heutzutage ist, gibt es natürlich Mittel und Wege, die die Hersteller dort einsetzen. Am bekanntesten ist hierbei wohl die Aufladung des Motors mit Verwendung von aufwendiger Ladetechnik. Denn dort ist es so, dass der Motor bereits bei geringeren Drehzahlen mehr Leistung erbringt, als es normalerweise tun würde. Des Weiteren wird auch oft eine Verringerung der bewegten Massen, also von den Pleuelstangen oder Nockenwellen, vorgenommen, wobei dann leichteres Material verwendet wird. Aber zum Schluss lässt sich auf jeden Fall sagen, dass die Verringerung der Zylinderanzahl die wohl beliebteste Methode des Downsizings ist. Beliebte und perfekt funktionierende Downsizing-Motoren gibt es beispielsweise von Ford oder auch von VW. Ja. Von VW, ihr habt richtig gehört. Bei Ford gibt es beispielsweise den 1 Liter EcoBoost Motor und bei VW den 1,4 Liter TSI Motor. Beide Motoren sind so gut, dass sie selbst sogar in der Mittelklasse noch eingesetzt werden, wo damals der Hubraum dort bei mindestens 1,5 Litern lag. Das wohl größte Problem beim Downsizing ist allerdings die Haltbarkeit der Motoren. Darüber wird auch immer diskutiert und da ist auch auf jeden Fall was dran. Aber was ist denn da nun dran? Hauptpunkt für den schnellen und stärkeren Verschleiß ist womöglich die höhere Beanspruchung der Bauteile, da es bereits, wie ich es ja schon erwähnt habe, bei niedrigen Umdrehungen zu größeren Lasten auf die verschiedenen Bauteile kommt. Und da ich euch ja gerade Nachteile genannt habe, möchte ich euch auch jetzt noch zwei markante Vorteile nennen, die das Downsizing mit sich bringt. Vorteil 1 ist, dass man merkt, dass die Hersteller sich Mühe geben, die Leistung bei den Fahrzeugen beizubehalten oder wie bei Mercedes-Benz auch beispielsweise die Leistung deutlich zu erhöhen. So bekommt ihr also bei Mercedes-Benz beispielsweise den damaligen E63 als T-Modell mit 585 PS und mit einem deutlich höheren Hubraum als den aktuellen E63S, welcher ja 612 PS und 4 Liter Hubraum hat. Und der Vorteil 2, der ist auch deutlich schneller erklärt, der sagt euch nämlich, dass die Fahrzeughersteller möchten, dass ihr eben Downsizing-Fahrzeuge kauft und nun eben, da eben die Rohstoffkosten in dem Motor direkt niedriger werden, Teile oder Ausstattungsvarianten in die Fahrzeuge einbauen, welche ihr so normalerweise nur in der Mittelklasse findet und die findet ihr jetzt eben nun auch bei den Kleinwagen. Und ein ganz wichtiger Faktor ist ja auch aktuell, dass dadurch mit einem downgesized Motor eure Ausstöße deutlich geringer werden und ihr sogar ein bisschen damit die Umwelt schont, was ja heutzutage sehr wichtig ist. Aber gut, Leute, das war's auch schon wieder mit diesem kurzen und kleinen Erklärvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir ja gerne mal einen Daumen nach oben geben und mir in die Kommentare schreiben, wenn es was zu verbessern gibt oder wenn ihr mich loben wollt oder irgendwie sowas. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video oder im nächsten Video wieder. Ciao.